Titel vom heutigen Programm heisst nicht Corona, sondern eben Kronen statt Corona. Egal, welchen König, welchen Kreis man anschaut, es ist wirklich interessant, die sind aus ganz unterschiedlichen Motiven in die Schweiz gekommen. Der eine ist gekommen, weil er die europäische Geistesgrösse in die Schweiz treffen wollte. Ja, damals war die Intelligenz von Europa in der Schweiz versammelt. Ein anderer ist hierher gekommen, weil er Waffen posten wollte. Wieder jemand anderer ist hierher gekommen, weil sie ein Burnout hatte. Der nächste ist hierher gekommen, weil er auf der Flucht war. Quasi ein Asylant, würde man heute sagen. Wieder ein anderer ist da gewesen, weil sie der Hofburg entflohen ist und sich hier frei bewegen konnte. Und die letzte Figur, die ich jetzt hier quasi dem Kaleidoskop zeigen kann, das ist jemand, der hier Ferien machen kann und hier sehr tragisch verunglückt ist. König Ludwig II. Der war zweimal nachweislich in der Schweiz, nämlich 1865 und 1881. Und immer in der Innerschweiz auf der Spur vom Schiller. Und auf dem Rütli ist er so begeistert von dem Ort, die sind sicher dort auch schon gewesen, vorne dran der Urnensee, hinten dran die Felswand, oben dran der Fronalbstock. Das ist so ein grandioser Platz. Den will ich kaufen, um hier ein Schloss zu bauen. Wenn man sich jetzt also vorstellt, dass er das Rütli hätte kaufen können und das Schloss dort auf dem Rütli hätte bauen können, dann könnte man die Geschichte der Innerschweiz ganz sicher neu schreiben. Welche Erlebnisse berühren Ludwig tief? Er fühlt sich als Kunstkönig, als Fürst der Schönheit, als Monarch der Poesie. Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi. Als Sissi und ihre Hofdame auf der Seepromenade des Quai Mont Blanc dem Schiff zustreben, nähert sich ihnen ein kleiner, leicht untersetzter Mann mit abgetragener Kleidung und verbeultem Hut. Es handelt sich um den Bösewicht in dieser Geschichte. Das ist eine Szene 1898, wo in den Sissi-Filmen einfach ausgeblendet wird, weil das nicht so gut zu dem Happy End von dem Film passt. Sein ehemaliger Ministerpräsident Ernest von Körber fällt ein vernichtendes Urteil über ihn. Kaiser Karl ist 30 Jahre alt, sieht aus wie ein 20-Jähriger und denkt wie ein 10-Jähriger. Der Männerchor hat dort ein Ständchen gehalten, sie haben Triumphbögen aufgestellt und nachher ist der Kaiser von Frankreich einzeln zu den Leuten vom Männerchor angegangen und gesagt, danke vielmals, sehr schön ständig gewesen. Es ist der einzige Kaiser von Frankreich gewesen, der Thurgauer Dialekt hätte können. Wenn Sie sich als Historiker mit so Königsgeschichten befassen, dann heisst das schnell, ja, das ist historischer Boulevard und was soll das und so. Aber Sie sehen bei dieser Geschichte, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Wir haben eine sehr traurige Royal-Geschichte mit dem Unfall, eine Geschichte von einem Mann, der sich selber überschätzt hat. Wir haben aber auch ein Stück Technikgeschichte, wir haben ein Stück Fluggeschichte und wir haben ein Stück Mediengeschichte, die hier zusammenkommt. Und das gefällt mir an diesen Geschichten von diesen Royals, dass eigentlich immer andere Geschichtsbereiche mit ihnen spielen. Und so kommt eigentlich in diesem Buch hinein, kommen fast alle grossen Themen, die sie zwischen 1777 und 1954 mal in der Schule wahrscheinlich durchgenommen haben, die kommen irgendwie dort hinterher vor. Aber blaues Blut haben sie gehabt, blaues Blut in der Adern. Das hat den Rotblütler Eindruck gemacht. Das Rotblut hat gejubelt, das Rotblut hat gejuchzt, das Blaublut hat gewunken.